Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Webcast-Reihe PwC Accounting and Reporting Talks. Im heutigen Webcast beschäftigen wir uns mit der Bilanzierung von Mergern, die unter Einbeziehung einer Special Purpose Acquisition Company oder kurz SPAC erfolgen. Wir, das sind mein Kollege Matthias Heinrichs und ich, Ulrike Schmitz-Renner. Wir sind beide aus dem National Office, der Grundsatzabteilung von PwC für nationale und internationale Rechnungslegung. SPACs begegnen uns im Moment regelmäßig in der Tagespresse. Allein in 2021 wurden in den USA bis April über 90 Milliarden US-Dollar durch SPAC-Transaktionen erzielt. Interessant ist dabei, dass nicht nur US-amerikanische Unternehmen diesen Weg wählen, um ein Listing zu erlangen, sondern durchaus auch europäische Unternehmen. Matthias, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff SPAC? Genau, also bei einer Special Purpose Acquisition Company, kurz SPAC, handelt es sich um eine leere Mantelgesellschaft, die typischerweise an einer US-Börse gelistet ist. Durch die Erstnotierung dieser SPAC nimmt diese Kapital auf, um damit eine operativ tätige, allerdings nicht börsennotierte Gesellschaft rechtlich zu erwerben. Das führt wirtschaftlich dazu, dass die operativ tätige Gesellschaft am Tagesende ein Listing erhält, ohne dabei selbst einen Börsengang durchgeführt zu haben. Insofern deutsche operative Gesellschaften beteiligt sind oder allgemeine europäische Gesellschaften beteiligt sind, sehen wir eine etwas andere Transaktionsstruktur. Ulrike, vielleicht kannst du da einmal die Besonderheiten erklären. Ja, soweit eine europäische Gesellschaft die gleiche Transaktionsstruktur wählen würde, ergibt sich ein grundlegendes Problem. Da die amerikanische Gesellschaft ja bereits gelistet ist, könnte diese im Nachgang nicht mehr den Status eines Foreign Private Issuer erwerben und die gemergte Gesellschaft müsste danach nach US GAAP bilanzieren. Dies wollen europäische Gesellschaften in der Regel vermeiden. Daher sehen wir in der Praxis im Moment die folgende Transaktionsstruktur. Zuerst erfolgt ein Delisting der bereits gelisteten US-SPAC, indem diese in eine Holdco eingebracht wird oder mit dieser verschmolzen wird. In einem zweiten Schritt erwirbt dann die Holdco die operative Gesellschaft gegen Ausgabe eigener Anteile und es erfolgt gleichzeitig ein Listing der Holdco-Anteile. Es überrascht, dass das Listing der US-Börsengesellschaft gar nicht genutzt wird zur Durchführung der Transaktion, aber dennoch bringt diese Transaktion Vorteile gegenüber einem normalen IPO. Zum einen kann die operative Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit den SPAC-Aktionären vorstellen und es kann der Wert des operativen Unternehmens ermittelt werden und somit auch das Austauschverhältnis. Somit ist für die OPCO-Aktionäre relativ gut planbar, welche finanziellen Mittel durch die Transaktion erzielt werden können und die Transaktion findet relativ unabhängig vom allgemeinen Börsenklima statt. Matthias, wie ist diese Transaktion denn bei der OPCO aus Sicht der OPCO zu bilanzieren? Genau, also zunächst ist die Frage zu klären, wer ist hier eigentlich der Erwerber? Das klingt erstmal profan und rechtlich, mag das auch recht eindeutig sein. Ja, also die SPAC oder die Holdco erwirbt rechtlich die OPCO. Wirtschaftlich ist der Gehalt der Transaktion aber häufig genau umgekehrt. Die ehemaligen Anteilseigner der OPCO erhalten im Austausch für ihre Anteile kein Cash, sondern sie erhalten typischerweise Anteile an der Holdco. Wenn jetzt zuvor die operative Gesellschaft eine höhere Bewertung hatte oder größer war als die SPAC, führt das am Tagesende ja dazu, dass die ehemaligen Gesellschafter der OPCO das neu geschaffene Konstrukt kontrollieren. Und dann ist eben der bilanzielle Erwerber die OPCO und das erworbene Unternehmen die SPAC. Das sieht man auch ganz gut in dem Slide, was wir Ihnen mitgebracht haben. Sieht man also, dass unterstellt wird, die OPCO gibt eigene Anteile aus im Austausch für das Nettovermögen der SPAC. Jetzt entsteht da typischerweise ein Unterschiedsbetrag und man muss sich die Frage stellen, wie es mit diesem Unterschiedsbetrag umzugehen und dafür muss eben geklärt werden, sind wir im Anwendungsbereich des IFRS 3, das heißt, ist dieser Reverse Merger auch eine Business Combination im Sinne von IFRS 3 und dafür müsste der bilanzielle Erwerber, die OPCO, ein Business erwerben. Das heißt, die SPAC muss die Definition eines Geschäftsbetriebs erfüllen.
Das tut sie typischerweise nicht. Das ist eine leere Hülle, in der mehr oder minder flüssige Mittel enthalten sind. Das ist also kein Business. Und wir sind nicht im Anwendungsbereich von IFRS 3. Ulrike, vielleicht kannst du einmal erläutern, wie es jetzt weitergeht. Ja, wie schon gerade gesagt, Kern der Transaktion ist ja, dass die Anteilseigner der OPCO gewillt sind, einen Teil ihres Unternehmenswert herzugeben an die SPEC-Aktionäre und dafür liquide Mittel der SPEC, also das Nettovermögen der SPEC, erhalten. In der Praxis ist jedoch in der Regel immer der Wert der ausgegebenen Anteile höher als das erhaltene Nettovermögen, sodass sich hier eine Differenz ergibt. Wirtschaftlich betrachtet besteht diese Differenz darin, dass die OPCO-Aktionäre gewillt sind, den SPEC-Aktionären den vereinfachten Börsenzugang zu vergüten. Das heißt, die OPCO-Aktionäre erhalten nicht nur das Nettovermögen der SPEC, sondern auch noch den sogenannten Listing-Service der SPEC-Aktionäre, nämlich den vereinfachten Börsenzugang. Das heißt, wir befinden uns hier im Anwendungsbereich von IFRS 2, anteilsbasierte Vergütung, da nicht nur Anteile gegen Nettovermögen ausgegeben werden, sondern auch gegen eine Dienstleistung. Typischerweise sind bei solchen Transaktionen noch weitere Vergütungskomponenten, die vereinbart werden. So erhalten zum Beispiel die SPEC-Aktionäre weitere erfolgsabhängige Vergütungen oder es können auch sogenannte Warrants ausgegeben werden. Matthias, was verbirgt sich denn hinter dem Begriff Warrants? Genau, also bei Warrants handelt es sich um Optionen, die den ehemaligen SPEC-Anteilseignern gewährt werden, neue Anteile an der neu geschaffenen Konstruktion zu erwerben. Es sind letztlich Kaufoptionen, die diese SPEC-Anteilseigner bekommen. Diese Warrants werden typischerweise als Teil der Vergütung begriffen. Das heißt, sie sind dann auch in die IFRS 2-Überlegungen mit einzubeziehen. Es ist also auch zu klären, sind diese Warrants im Einzelfall Cash-Settled oder Equity-Settled Share-Based Payment Awards. Die sind dann eben auch abzubilden im Transaktionszeitpunkt und umgekehrt sind sie eben auch in der IFRS 2-Charge, also in dem IFRS 2-Aufwand zu berücksichtigen. Ja, Ulrike, jetzt gibt es bestimmt noch eine Vielzahl weiterer Themen. Ja, das ist richtig. Bei solchen Transaktionen ist natürlich auch zu überlegen, wie mit Transaktionskosten umzugehen ist, die bei dem zweiten Listing entstehen, ob diese eben vom Eigenkapital in Abzug gebracht werden können. Aber auch die Darstellung des Eigenkapitals selber oder die Berechnung des Ergebnisses pro Aktie können durchaus herausfordernd sein. Auf diese Themen und auf die anderen weiteren Bilanzierungsfragen gehen wir in unserer Publikationsreihe IFRS für die Praxis ein. Damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Webcasts angekommen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.